Es war da die Rede irgendwie von einem modularen Aufbau, der es Moddern leichter machen soll. Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Suchtis Factory. Und wir sind immer noch in den Vorbereitungen auf Update 4. Meine lieben Freunde, beim letzten Mal haben wir die verdichtete Kohle hier mit einer neuen Zugstrecke von unserer Hauptbase, wo wir ja lustigerweise in der Lage sind, verdichtete Kohle herzustellen, hier rüber zur Strandraffinerie transportiert. Der absolute Wahnsinn. Und wir haben es auch hingekriegt, aus der verdichteten Kohle hier vor Ort Turbotreibstoff herzustellen, mit dem wir jetzt einen gewissen Anteil der Brennstoffgeneräle, nicht alle, also nicht den ganzen Anteil, aber einen gewissen Anteil, befeuern. Der Wahnsinn. Was ich wahrscheinlich auch nochmal machen werde demnächst und vielleicht sogar auch noch in dieser Folge, müssen wir mal gucken, hängt so von so ein paar Dingen ab, wie weit ich jetzt mit anderen Sachen komme, die ich jetzt noch vorhab. Ich werde wahrscheinlich hier nochmal einen Puffertank für den Turbotreibstoff noch aufbauen. Wir haben ja schon einen Ölpuffer da hinten, aber irgendwie hätte ich dasselbe gerne noch in grün, beziehungsweise in rot, in dem Fall für den Turbotreibstoff. Einfach aus so gewissen Gründen halt einfach. Weil, also wir haben jetzt ja nochmal geklärt in den Kommentaren. Und übrigens, wenn ihr das Projekt hier feiert, dass wir das so intensiv mit den Updates besprechen und auch hier trotzdem noch weitermachen, obwohl es immer so ein bisschen ein gewisses Grundrisiko ist, weiterzuspielen vor einem Update, weil man ja immer nie so genau weiß, was sich da jetzt genau ändern wird und so. Und ne, ist ja immer so ein bisschen so eine kleine, so ein bisschen so eine Würze drin. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne mal rechts oben in die Playlist. Da gibt es nämlich noch andere Videos zum Update 4, unter anderem mit möglichen Release-Daten. Und genau, falls ihr euch diese Fragen stellt, könnt ihr da gerne reinschauen, einfach mal die Playlist durchsuchen. Also da würde man hier nochmal einen Puffer aufbauen vielleicht, aber auch gerne noch mehr Brennstoffgeneräle eigentlich auch gleich direkt. Ich meine, was soll der Geiz? Wir können eigentlich den Anteil des Brennstoffstroms am Mix noch ein bisschen ausbauen, finde ich. Genau, es wurde jetzt auch nochmal gesagt, wenn in dem Update es sich folgendermaßen ändert, dass die Kraftwerke ja jetzt durchlaufen, immer mit voller Last quasi, also egal wie viel die angeschlossenen Anlagen dann an Strom ziehen, dann ist es ja auch so, dass der Brennstoff dann entsprechend mit der konstanten Rate abgebrannt wird, was sich aber nicht negativ auf den Turbotreibstoff auswirkt, weil der sollte dann einfach trotzdem länger brauchen, um verbrannt zu werden. Also eine Einheit Turbotreibstoff braucht länger, um verbrannt zu werden, als normaler Treibstoff immer noch. Das heißt, mit Turbotreibstoff kann ich potenziell trotzdem noch länger meine Kraftwerke betreiben, als ohne Turbotreibstoff. Also es ist nicht sinnlos, Turbotreibstoff zu haben, und es wird wahrscheinlich auch nicht dazu führen, dass Turbotreibstoff entfernt wird. Das sollte eigentlich so immer noch passen. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist übrigens, es gab ein Update tatsächlich für den Experimental-Modus. Da hatten wir dann im Stream gerade gesessen. Ich glaube, wir hatten zu der Zeit Stationeers gespielt. Übrigens, wenn ihr Stationeers noch nicht gesehen haben solltet, schaut da unbedingt mal rein. Es ist mega geil, was man alles machen kann. Vor allem, was alles schief gehen kann, ist auch mega geil. Die gesamte Base kann einen um die Ohren fliegen. Ich glaube, da kommt heute auf jeden Fall noch eine Folge, wo ihr euch das mal anschauen könnt, was passiert, wenn man den Lichtbogenofen falsch benutzt. Ist auf jeden Fall ein Fest, meine lieben Freunde. Genau, es kann quasi jederzeit alles in die Luft fliegen. Ja, so, nur so als kleiner Spoiler an der Stelle. Genau, schaut auf jeden Fall mal rein, wenn ihr das noch nicht gesehen haben solltet. Mächtig, mächtig große Empfehlung. Und ja, wenn man sich mal an die Steuerung gewöhnt hat von Stationeers, dann ist das einfach, das ist ein Suchtfest hoch 1000. Genau, ich bin gerade auf dem Weg zurück. Ich muss nämlich nochmal Material jetzt tatsächlich holen. Hatte ich nämlich vor der Aufnahme tatsächlich vergessen, das ist mir gerade eingefallen. Aber in der Zeit kann ich ja ein bisschen was palabern. Genau, denn es gab nämlich ein Update für Satisfactory Experimental. Und da haben wir dann schon so gedacht, wo wir das im Stream da gesehen haben, haben wir so gedacht, boah, was? Neuer Inhalt jetzt schon plötzlich? Sollte doch erst am 6. oder 9. März rauskommen oder so. Erst Mitte März so. Was ist passiert? Wieso ist das jetzt schon raus? Und dann stellte sich aber raus, dieses Update ändert nichts am Inhalt, sondern an der, ja, wie soll ich das beschreiben? An der Art, wie das Spiel aufgebaut ist intern. Also quasi
die Spieldateien. So, wie die Spieldateien quasi aufgebaut sind. Es war da die Rede irgendwie von einem modularen Aufbau, der es modern leichter machen soll, Dinge zu ändern. Also quasi das Spiel wird modfreundlicher dadurch. Das ist noch kein Dev-Kit, aber das ist einfach erstmal schon ein Schritt in die Richtung, dass Coffee Stain es gerne ermöglichen möchte, dass Modder ihre Mods leichter umsetzen und implementieren können. Grob gesagt. Wer mehr Details dazu wissen will, das ist, glaube ich, sehr technisch, der sollte, glaube ich, einfach mal einen Modder fragen. Ich kenne gerade keinen, den ich fragen kann, aber auf jeden Fall, das hat was mit Mods zu tun. Das ist alles, was man als Laie wissen muss, hat was mit Mods zu tun. Für die Modder wird es einfacher. Das heißt, es können potenziell schneller und besser Mods entwickelt werden und auch geupdatet werden. Es dauert dann alles nicht mehr so lange und es ist nicht mehr so kompliziert, weil die Modder es leichter haben. So grob kann man das, glaube ich, stehen lassen. Genau. Und das ist alles, was dieses Update gemacht hat. Wir merken davon gar nichts, dass da überhaupt ein Update kam. Weil einfach da kein neuer Inhalt drin ist. Für alle, die sich da gewundert haben, was das war. Weil das war ein ziemlich großes Update. Das muss man sagen. Deswegen hat das so ein bisschen aufhorchen lassen. Zunächst. Weil doch einige gedacht haben, oh, Riesen-Update bei Sartis im Experimental. Das muss ja neuer Inhalt sein. Aber nein. Pustekuchen. Genau, wir brauchen Motoren, Kabel. Wir brauchen den ganzen Schnodderodotsch wieder hier. Ich muss mich mal kurz kondensieren, dass ich hier jetzt keinen Quatsch mitnehme hier. Genau, wir brauchen auch Kabel ganz viele, wenn wir jetzt hier nochmal Generators bauen wollen. Genau, ich sollte vielleicht auch einfach nochmal nachgucken, was brauche ich nochmal für einen Generator? genau, ich brauche Turbodraht haben wir genug. Gummi brauchen wir. Da wird ja Neues produziert jetzt. Das hat man ja wieder zum Laufen gekriegt. Motoren brauchen wir und Computer. Gummi, Motoren, Computer. Gummi, Motoren, Computer. Gummi, Motoren, Computer. Wer kennt sie nicht? Die weltberühmten Gummimotoren, Computer. Hier, gib mir mal Gummimotoren. Gummi, Motoren, Gummi, Computer. Computer, Motoren, Gummi. Ich kann, glaube ich, neue Sachen für Sartis erfinden. Coffee Stain muss mich mal fragen. Ich habe tolle Ideen. Ich kann den Gummimotoren, Computer erfinden. Oh, hier ist ja kaum noch. Hier ist ja kaum noch Kunststoff am Start. Was ist denn hier nicht mehr richtig, ey? Warte mal, ist hier oben noch was drin? Oh, da ist gar nichts mehr. Warum ist denn da nichts mehr? Das muss ich auch mal aufklären, warum da immer nichts mehr kommt irgendwie. Irgendwie checke ich das nicht. Aber Gummi ist da. Motorengummi. Computer. Computer, genau. Computer brauchen wir noch. Die waren hier. Nee. Hier. Nee. Hier waren sie. Mensch. Herrgott, noch eins. Kann doch alles nicht wahr sein. Aber warum sind das hier so angelutschte Stacks? Da rutscht auch irgendwie nichts mehr durch. Ich glaube, die Computeranlage läuft auch nicht mehr. Zumindest nicht so, wie sie soll. Sagen wir es so. Sagen wir es, wie es ist. Sprechen wir die hässliche Wahrheit aus. Das müssen wir alles eigentlich mal aufklären irgendwie. Irgendwann, irgendwie nochmal vor Update 4 müssen wir das mal aufklären. Am besten, wir machen nochmal irgendwann vor Update 4 nochmal so einen richtigen Sartis-Stream. Ich muss zwar mal gucken, wenn ich das bei diesen ganzen komplexen Spielen, die wir sonst noch so am Start haben, wenn ich das dann mal einrichten kann, dass wir das mal machen. Aber eigentlich müssen wir das mal machen, liebe Freunde. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Jetzt fehlt noch. Was machen wir denn? Was nehmen wir denn noch dazu? Die Platten fülle ich noch auf und das Zementzeugs fülle ich noch auf. Hier, Zement. Das kann ich irgendwas mal weglegen irgendwie? Ich habe immer so viel Schnodder dabei. Viel zu viel Schnodder habe ich immer dabei, den kein Mensch braucht hier. Ja, ja. Soll ich mal ganz kurz kommen, bevor wir jetzt hier weiter basteln, gehe ich mal ganz kurz der Sache auf den Grund, wo denn nochmal der Kunststoff eigentlich herkam. Was ist denn da los? Warte mal. Der kam von hier. Der kommt, oh, dann geht er da nach oben. Okay, fängt schon mal sehr komplex an. Das fängt schon mal megamäßig komplex an. So, dann geht er da. Ja, der kommt von da hinten, oder? Ja. Genau. Das war das, was ich mich schon mal gewundert habe, wo wir da bei der Raffinerie unterwegs waren, wo ich mich gewundert habe, was das für ein Zugang ist und was da rüberläuft. Und dann habe ich entdeckt, dass die vorderen Anlagen eigentlich Kunststoff produzieren müssten, was sie aber nicht mehr tun, weil sie nicht richtig angeschlossen waren. Exaktamente. Ich finde, bevor wir jetzt da irgendwie zum Strand zurückgehen, weil da läuft ja jetzt erstmal alles eigentlich, da wollte ich jetzt eigentlich auch noch so ein bisschen noch mehr Brennstoffgenerator aufbauen, ein bisschen Puffer und da. Ich glaube, ich werde jetzt das erstmal hier vorziehen, weil irgendwas sagt mir, dass das wichtiger ist.
Guck mal, hier ist nämlich gar nichts mehr richtig. Guckt euch das mal an. Hier genau, das ist nämlich der Kunststoff, den wir nicht haben. Das ist nämlich die Scheiße hier. Okay, das müssen wir, wenn ich das jetzt wegmache, dann ja, entstehen natürlich wieder... dann entstehen wieder Kisten. Okay, warte mal. Stopp. Kann ich das löschen? Oder kriege ich da auch Kisten? Nee, da kriege ich keine Kisten. Okay, die Bänder kann ich schon mal löschen. Okay, da kriege ich doch Kisten. Hey, die Kisten! Aber warte. Wenn wir das jetzt hier einfach schon mal neu bauen. Das war ja in die Richtung fusioniert, genau. Das sind ja Fusselnatoren, genau. Machen wir das doch einfach mal. Fusselnieren wir die jetzt mal hier. Kann der da stehen? Ja, der kann da überraschenderweise stehen, der Wahnsinn. So, und dann gib mir mal hier meine Schnellleiste mit den Bändern, genau. Machen wir erstmal die Bänder, da müssen wir ja da noch abführen. Genau, das dient ja alles letztendlich dem großen Ziel, dass wir uns noch mal ein bisschen besser vorbereiten auf Update 4, ja. Aber für alle, die jetzt sagen, ja, warum, wieso und überhaupt machst du solche Sachen? Na, es geht einfach darum, dass wir hier so ein paar kleine Fehler, die in der Fabrik drin sind schon oder in unseren Anlagen, die ja auch nicht besonders klein sind mehr mittlerweile, dass wir die so ein bisschen beheben und ein bisschen optimieren noch. Einige sagen ja, sie optimieren bewusst ihre Fabriken nicht vorm Update, weil sie sich sagen, ja, da machen wir ja doppelte Arbeit, wenn sich das dann alles nochmal ändert. Aber ich denke mir jetzt, ich gehe jetzt so ran. Ja, wenn ich jetzt das nicht mache und nochmal so ein paar kleine Fehler, wie zum Beispiel, dass hier die Anlagen wegen diesem Ölwechsel quasi, dass die nicht mehr laufen. Das ist ja noch die Zeit von Update 3 tatsächlich. Das muss man ja dabei auch berücksichtigen. Dann verwechsel ich das dann und denke, in meinem Kopf denke ich dann, und mein Kopf denkt viele komische Sachen manchmal, das wisst ihr, dann denke ich, dass dass das Update dran schuld ist, das was nicht mehr läuft. Ja, das denke ich dann. Das ist dann aber gar nicht so. Das ist nur meine eigene Dummheit gewesen, weil ich das nicht nochmal vorher optimiert habe. Und eigentlich müsste es laufen. Und dann erzähle ich wieder Quatsch, der gar nicht stimmt. Dann sage ich dann, oh, guck mal, das Update ist schuld, dass meine Anlage nicht mehr läuft. Dabei war ich das. Ja. Und niemand soll behaupten, das ist kein plausibles Szenario, denn das passiert bestimmt. Ich wette, sowas werde ich mindestens einmal sagen, nachdem Update 4 rauskommt. So nach dem Motto, guck mal, das geht ja alles gar nicht mehr. Früher ging das alles. Vor Update 4. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Was ist denn das hier schon wieder für ein Schnodder? Warum ist das im Weg? Kann mir das mal irgendjemand erklären hier? Und wo geht das überhaupt hin? Warum kommt das von da unten? Was soll das? Was kommt von da? Kommt da von da unten irgendetwas Sinnvolles? Ich glaube nicht, weil da passiert irgendwie gar nichts. Das ist auch, glaube ich, ein Band, was da lang fließt, oder? Ja, ich mach das mal weg. Ich habe keinen Plan, was das ist. Ist denn da was auf dem Band drauf? Nein, dann ist es schon mal kein Gummi, weil sonst würde das da... Sonst würden wir das da sehen, so. Ich glaube, das ist eine Zuleitung von den Raffinerien, die auf der anderen Seite stehen. Und wir sehen, das ist da so ganz komisch ineinander gebaut. Okay, weißt du was, das löscht man einfach mal komplett. Ich verstehe eh nicht, warum ich das da im Weg gebaut habe und ich deswegen dann hier die Raffinerie nicht noch mit anschließen konnte. Aber ich verstehe viele Sachen von denen nicht, die ich früher gemacht habe, ja. Ist eh besser, wenn man das verdrängt, den Quatsch, den man früher gemacht hat. Hier, guck mal, das ist der Blueprint, den wir haben wollen, genau. Dann kriegen wir auch wieder ein bisschen mehr Heavy Oil. Und dann, würde ich sagen, müssen wir erstmal den Öl wieder anschließen. So, und wir können ja hier... Wir können ja eigentlich hier die Leine einfach abtrennen. Ja. Warum ist das eigentlich... Ach ja, stimmt, das war ja früher wegen... Früher musste man ja die Raffinerien so anschließen. Ich erinnere mich. Oh Gott. Nein, jetzt habe ich das ganze Zeug gelöscht. Ach egal, dann habe ich wenigstens genug Platz für das abgerissene Zeug. Stimmt, früher musste man ja die Raffinerien mit Feststoff befüllen. Also mit abgefüllten Fässern war das. Deswegen, ich wundere mich gerade, warum sind denn da Lifte? Aber das ergibt alles einen Sinn. Das ist alles sehr sinnvoll. Nee, so sollte ich... Das ist der Running Gag aus... es startete in Valheim. Und dann eskalierte es weiter in Station Years. Habe ich übrigens schon gesagt, dass Station Years geil ist. Liebe Freunde, vertraut mir, wenn ich euch sage, Station Years ist geil.
Ich muss es an der Stelle nochmal sagen. Und ich weiß, das klingt wie ein schamloser Plug immer noch, wenn ich das so sage. Aber es ist einfach geil. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist ein geiles Spiel. Es ist so, so mega geil, dass ich das nicht anders sagen kann, dass das geil ist. Wie soll ich es denn anders sagen, wenn es doch so ist? Genau, weil allein die ganzen verschiedenen Materialien, die man da verarbeiten kann und benutzen kann. Und dann kann man auch noch Logikschaltungen machen. Warte mal, hier habe ich eine Idee jetzt. Lasst uns hier mal wieder Trick 17 benutzen. Dann können wir nämlich das Rohr hier neben dem Bahnhof langziehen. Und irgendwie ist das... Okay, das ist doof, was ich gerade gemacht habe. Guck mal, so kann man so ein Kreuz in die Mitte machen. Das ist ja cool. Aber das flimmert dann ganz schön mit der Textur. Das ist natürlich dann nicht mehr so toll. Nee, so ist es schon besser eigentlich. Mach mal das weg. Nein, das andere. Warte. So. Genau. Und jetzt gib mir das. Ach, hier ist ja noch ein Band. Das können wir mal löschen. Nein, Vorsicht, nicht falsch löschen. Nicht falsch löschen. So. Ich ziehe das jetzt durch. Das Rohr ist zu lang. Nicht genügend Freiraum? Ach so, da ist ein Mast im Weg. Ja, wer hat denn da auch den Elon hingebaut? Den Elon-Mast. Warte mal jetzt hier. Wie kann ich denn den Mast jetzt hier... Ist es überhaupt schlau, das mit dem Mast zu machen? Ach, herrlich, wie verplant ich schon wieder bin. Geil. Nee, warte mal. Haben wir nicht da oben Wände? Nee, haben wir nicht. Mach den Mast einfach mal... Mach den mal hier hin. Da, genau. So, und dann, warte. Dann schließ den Mast. Achso, ich bin ja bei den Förderbändern hier, warte. Warte. Ah! Gib mir mal hier meine Standardauswahl. Hier, genau. Wie? Wie? Ich will kein Förderband. So, warte jetzt. Das muss weg, aber ich muss gucken, dass ich jetzt nicht irgendwas Wichtiges abschneide hier. Das war nur ein Verteiler, oder? Der hat jetzt nicht irgendwie dafür gesorgt, dass hier Strom drauf ist. Ah, wir werden es ja gleich sehen. Pfeif drauf. Wir werden es ja gleich sehen. Hier, guck mal, genau. Der war da angeschlossen. Der war da angeschlossen. Okay, die Bahnstrecke schon mal nicht, aber die kriegt ja eh ihren Strom von den Schienen. Solange nur ein Bahnhof angeschlossen ist, geht das alles. Genau, so, das reicht doch. Guck mal, jetzt können wir das hier weiter durchziehen. Ja, genau. Also ich glaube, Coffee Stain, um mal auf Coffee Stain und das Update zurückzukommen, ist auf einem sehr guten Weg, wenn sie auch so Sachen auf dem Schirm haben, wie das Spiel besser zu optimieren für Mods und solche Sachen, für Modder. Ich finde das alles sehr positiv, was man da jetzt so zu hören kriegt in letzter Zeit. Was da so los ist. Ich finde, da kann man sagen, sie tun die richtigen Dinge. Und ich schließe jetzt hier schon mal die an, die jetzt hier noch nicht, wo er noch nicht im Weg steht, der Mast. Ich will nämlich einmal überhaupt erstmal gucken, ob das hier überhaupt jetzt geht mit dem Anschluss. Gib mir mal genau das hier. Sauber. Ja, das geht, okay. Sehr nice. Oh, jetzt habe ich natürlich hier die Stelze direkt falsch gebaut. Aber ist egal, ich kann das, glaube ich, auch schräg anschließen. Das muss man nicht unbedingt gerade machen. Sieht zwar dann nicht so schön aus, aber wer guckt da schon so genau hin? Ihr habt es nicht gesehen. Ihr habt weggeguckt. Ja, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr so... Ihr könnt ja mal sagen, was ihr von Station hier haltet. Aber ihr könnt auch natürlich gerne sagen, was ihr von Coffee Stain und der Tatsache haltet, dass Mods jetzt einfacher umzusetzen sind. Ich meine, gut, da kann ich mir schon denken, was das Fazit ist. Aber könnt ihr ja trotzdem mal so eure Meinung... Vielleicht seid ihr ja Modder. Wenn ihr Modder seid, könnt ihr auch mal eure Meinung dazu sagen. Und ihr könnt auch mal eure Meinung dazu sagen, wie ihr das findet, dass es immer noch kein DevKit gibt. Ich möchte endlich auch mal ein DevKit haben. Ich möchte auch endlich mal ein geiles Intro für Sardis machen. Aber da will ich gerne ein DevKit für benutzen vorher. Ich sag euch, ey, irgendwann knicke ich dann ein, modelliere dann ganz aufwendig hier die ganzen Fabrikgebäude für das Intro, macht dann so ein Intro und dann kommt eine Woche später, kommt dann das DevKit raus mit den ganzen Modellen, ey, ich sag's euch. Das wird genauso laufen, weil ich dann doch einknicke, weil ich mir denke, jetzt hat es so lange gewartet, dass immer noch kein Intro für Sardis, weil immer noch auf DevKit wartest. Dann kannst du jetzt auch das machen und dann, ja, dann war's das. Egal. So, wir brauchen hier noch, genau, wir brauchen hier noch Gedönsis. Wir müssen hier nämlich noch Staff abführen. Moment. Genau, dann
Können wir das nicht? Geht das nicht? Doch, das geht, wenn wir hier den einzelnen nehmen, die einzelne Stütze. Warte mal. Warte, warte. Geht das nicht so, wenn wir das so machen? Komm, das geht. Das muss gehen. Das kann gar nicht anders sein. Also so geht's schon mal. Aber warte, wenn wir es so machen? Ja. So funktioniert das. Und jetzt geht das auch, wenn wir da drunter dann... Wenn wir da reingehen wollen. Geht das, wenn wir gehen wollen? Was ist, wenn es nicht geht? Dann geht's anders. Scheiße. Ah doch, nach oben hin geht's. Okay. Wunderbohr. Denn wir brauchen ja auch, ne? Wir müssen das ja auch abführen hier, den Schnodder, der da drin ist. Seltsamerweise, die Bäume hier war zumindest früher so, spawnen irgendwie immer wieder neu. Keine Ahnung, die kann man wegsprengen, wenn man lustig ist. Die kommen immer wieder. Frag mich nicht, warum. Frag mich nicht, warum, das ist so. So, zieh das mal hoch, genau. Ja, läuft doch, genau, guck mal. Ja, und den Ausstoß, den fädeln wir dann da mit rein, da wo wir, wir verarbeiten das ja zu Treibstoff. Genau, wir verarbeiten das Heavy Oil ja zu Treibstoff, das wollte ich sagen. Und den können wir ja dann, den Heavy Oil können wir ja dann da direkt reinfädeln lassen, nicht wahr? Nicht wahr, nicht wahr. Was sollten wir tun? Oh, guck mal, das habe ich... Ah, nee, ist gerade, oder? Habe ich es gerade gemacht? Nee, guck mal, das... Ich wollte gerade sagen, da habe ich doch einen Knick in der Optik gehabt. Kann doch nicht wahr sein. Ich hatte es so um die Ecke gefädelt hier. Das ist falsch. Das ist falsch, Mann. Was soll denn das? Hier, genau, jetzt ist es in einer Linie. So wollen wir das haben. Und dann... Da rein. Richtig. Nee, ist schon wieder falsch. Ach, scheiß drauf. Ist egal, dann hat's da halt mal einen Knick. Fällt doch keinem auf. Von der Seite sieht das keiner. So, jetzt hier, genau da wollen wir rein. Da wollen wir rein. Dann machen wir das auch. Kann man eigentlich hier irgendwie... Nee. Ach, nee, egal, warte. Nee, Moment mal, wir können eigentlich... Warte mal, ich habe eine Idee. Wir können doch jetzt nach wie vor einen Teil von dem Heavy Oil, das hier hinten, warte, dass das hier hinten reinläuft in das Rohr, können wir doch also abfüllen lassen hier wieder, genau. Warte. Die Hälfte davon. Also ich weiß jetzt nicht genau, weil wir haben ja hier extra dieses Ventil für solche Fälle gemacht. Dann wird ja hier wieder ein Teil raus entfernt, also genau die Hälfte. Und falls da hinten auch mal der Turbofuel nicht so richtig durchläuft und so, kann das ja immer hier ein bisschen dann nachgeben. Ja, dann müsste man jetzt eigentlich das Heavy Oil von hier oben, das müsste man jetzt eigentlich, ja, auf die andere Seite führen. Und dann da mit rein. Oder wir machen das, nee, muss man eigentlich nicht unbedingt, wird mir gerade so bewusst. Streicht, was ich gesagt habe. Wir nutzen das jetzt, um dafür zu sorgen, dass genug Heavy Oil für die Turbofuel-Produktion da am Start ist. Das heißt, Kreuzung rein. Und dann gucken wir mal, ist lang genug? Zu teuer. Ach. War ja klar. Irgendwas musste ja sein. Ah, nee, falsche Richtung. Ach, ich wollte mich beschleunigen, aber... Ah, oh, hier ist eine Kiste. Mensch. Warum kann ich mich hier nirgends beschleunigen? Was soll das? Hier. Nein. Ich will ja rüberfliegen. Genau, so. Ich will ins Lager fliegen. Oh ne, warte, ich muss ja aufs Dach da hinten. Fällt mir mal gerade so ein. Ich muss mehr... Oh Gott, meine Lebensleiste ist ja voll weit unten. Krass, ich muss mich mal wieder heilen. Das ist ja hier gefährlich. Wenn ich hier runterstürze, war es das ja schon. Sagte er und stürzte runter. Ja, Wahnsinn. Genau, also ich kann schon mal versprechen, die nächsten Episoden werden auf jeden Fall so eine Mischung sein aus, ich bereite mich so ein bisschen aufs Update vor. Mit solchen Maßnahmen, dass ich Anlagen wieder zum Laufen kriege und so, die vorher nicht mehr, die vorher mal gelaufen sein sollten, aber irgendwie dann auch wieder nicht mehr gelaufen sind, aus Gründen. Dass ich mich um sowas halt ein bisschen kümmere. Und vielleicht zwischendurch werde ich auch nochmal ein paar Anlagen mit ein bisschen einem... Ja, das war genau das, was ich eigentlich nicht wollte, nämlich Leben verlieren. Dass ich zwischendurch auch mal ein paar Hüllen nochmal um Gebäude drum baue, die noch keins haben, siehe
Strandraffinerie. Und das war dann das immer so ein bisschen würzen mit Infos zum Update. Irgendwer hatte sich neulich beschwert in den Kommentaren auf YouTube, es wäre irgendwie nicht so geil, wenn ich irgendwie ein halbstündiges Video mache und dann Informationen zum Update einstreue. Was ich nicht ganz verstanden habe, weil eigentlich war es bisher immer so, dass ich, wenn ich Informationen zu den Updates hatte, die immer relativ am Anfang schon von so einem Video geteilt. Das heißt, wenn einen der ganze Baurest nicht interessiert, kann man dann eigentlich das Video auch abschalten. So. Also von daher finde ich das jetzt irgendwie, naja, weiß ich nicht, ob ich das ändere, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache es eigentlich, so habe ich es auch immer gemacht eigentlich mit Updates. Ich habe das immer eingeflochten in die normalen Folgen eigentlich so. Also ich weiß nicht, ob ihr das cool findet, ne? Also wenn ihr das nicht cool findet, schreibt mir das ruhig. Aber ich meine, bis jetzt habe ich immer darauf geachtet, dass ich eben nicht erst bis zum Ende warte, wie das manche YouTuber machen, so von wegen, ich warte bis zum Ende, bis die wichtige Information kommt, die alle interessiert, die im Thumbnail und so angekündigt wird oder so, ja. Ich habe das bewusst immer so gemacht, dass ich genau das, wenn ich halt sage, es ist ein Video zum Thema Update, dass ich das Update auch gleich am Anfang behandle. Und ja, meistens driftet es dann so ein bisschen in eine Spekulatius-Diskussion ab. So auf der Hälfte des Videos meistens dann, ja. Und dann auch zu einem, ich baue random irgendwas und brubbel vor mich hin, so. Ja, okay, richtig. Ist, so, ist schon so, aber zu dem Zeitpunkt kann man ja dann das Video ausmachen, theoretisch. Finde ich so. Aber gut, wenn jetzt natürlich alle sagen, ich soll lieber ganz kurze Update-Videos machen, wo ich nur über das Update rede und den ganzen Baukram soll ich weglassen, schreibt es mir einfach, würde ich sagen. Also ich würde sagen, es ist kein großes Problem so. Und ich glaube, so nach den Aufrufen und Feedback zu urteilen, feiern die meisten, dass das so ist. Aber wenn ihr das doch nicht feiert, müsst ihr keine Angst haben, mir das mitzuteilen. Aber ich sehe halt das irgendwie nicht als Problem. Im Gegenteil, ich habe das eigentlich immer als Vorteil gesehen, dass man halt was hat, über das man reden kann in so einer Episode. Weil es ist ja auch irgendwie blöd, wenn ich dann in so einer Episode nur hergehe und sage, oh ja, jetzt setze ich hier die Kreuzung und guck mal, jetzt müssen wir da ein Rohr rausmachen. Guck mal, jetzt da und jetzt da ein Rohr drin. Habt ihr gesehen, wie ich das Rohr reingesteckt habe ins Loch? Ja, so ungefähr läuft das dann. Das ist ja Wahnsinn, ja? Also so hat man wenigstens gleich ein Thema, über das man sich aufregen kann. Oder über das ihr in den Kommentaren dann auch im Nachgang der Episode dann diskutieren könnt, so ein bisschen. Deswegen bin ich immer auch sehr glücklich, wenn es neue Updates und neue Infos von Coffee Stain gibt. Weil man dann gleich was hat, über das man sich unterhalten kann. Es ist wie wenn man sonst an der Bushaltestelle steht und nicht weiß, über was man reden soll. Wenn dieses Schweigen entsteht, dieses betretene, peinliche. Ja, das soll ja nicht sein hier. Das wollen wir ja hier nicht. Insofern, ja, bin ich da eigentlich soweit positiv. Aber teilt mir einfach mit, wie ihr das seht. Irgendwie funktioniert das hier nicht mit dem Ausgang. Warum eigentlich nicht, frage ich mich. Ist das hier irgendwie mit dem... Ach, kann das sein, dass das nicht das Rohr des Problems hier an der Stelle, sondern das Förderband? Das kann natürlich sein, ja. Warte mal. So nicht. Dann nimm das hier mal nach vorne. Das müsste doch jetzt eigentlich aber der Abstand sein, der richtige für das... Für das Rohr hier. Würde ich jetzt eigentlich mal behaupten an der Stelle. Jetzt müsste ich doch eigentlich hier wieder... Da sind wir beim vor sich hin brubbeln und ausprobieren hier. Jetzt müsste das doch wieder gehen, oder nicht? Ich das anschließe. Ja. Da war wohl der... Ach hier, guck mal, hier ist, der steht ja noch falsch. Aber das ist eh Banane hier. Ich glaube, das sind... Gummibänder hier. Ja, genau. Das könnten wir eigentlich auch auf Kunststoff umstellen. Das würde kein Problem sein langfristig, glaube ich. Jetzt geht das Heavy Oil raus und der Kunststoff wird produziert. Neues. Dann haben wir endlich auch wieder Kunststoff in unseren Lagern, weil es gibt doch nichts Blöderes jetzt bei Update 4. Update 4 kommt raus. Ich will in mein Hauptlager gehen, will mich ausrüsten, weil ich so total euphorisch bin. Ja, ich bin total geil. Ich will alles ausprobieren gleichzeitig am besten. Und dann stelle ich fest, ich brauche Kunststoff. Dann stelle ich fest, ups, das wird ja gar nicht produziert. Hä? Das war gerade eingefroren, habt ihr das gesehen? Genau, das wird ja gar nicht produziert. Da ist ja gar nichts mehr da. Da muss ich erstmal da und da und da hin. Da muss ich erstmal überlegen, wo hatte ich denn noch Kunststoff, ne? Und dann muss ich sagen, ah, guck mal, da muss ich da und da und da hin. Ne, das ist ja irgendwie blöd. Deswegen finde ich das so schon mal ganz nice, dass wir das jetzt gemacht haben. Ja, und alles andere wäre dann jetzt, wie gesagt, nochmal mehr Brennstoffgeneräle aufbauen.
Also ich weiß nicht, so viel Kunststoff war das jetzt gar nicht. Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass wir hier einen ganzen Lagercontainer voll Kunststoff hatten. Mit nur dieser einen kleinen Produktion da. Das kann eigentlich nicht sein. Da muss eigentlich noch woanders eine sein. Aber egal. Das kriegen wir schon noch raus. Wenn ich meine Anlagen nur noch so kennen würde wie meine Westentasche, ne? Dann wäre das ja alles überhaupt kein Thema. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Brauche ich noch irgendwas? Ich habe jetzt da ein bisschen was vercraftet. Ich sollte mich vielleicht einfach mal versuchen zu heilen, indem ich einfach mal so Pilze esse. Nicht Pilze. Ja, oder doch Pilze. Habe ich nicht sowas noch? Bärenpilze? Das muss ich doch noch bestimmt irgendwo in irgendeiner Kiste haben. Oh, habe ich Schneebälle in der Hand. Lieber Kaffee als Schneebälle. Jetzt heile ich mich mal mit dem ganzen anderen. Also, oder ich könnte. Warte mal, ich kann mal gucken, ob ich. Genau! Das kann ich mal machen. Ich habe nämlich kein. Ich habe kein Heilzeug mehr. Das können wir mal machen hier. Warte mal, mach das weg, damit ich Schlotz habe. Ich weiß gar nicht, was brauche ich nochmal für Heilzeug. Ich will mir die Dinger nicht kaufen. Weil das Ding ist ja auch bei Coupons. Es gibt ja auch nichts Ärgerlicheres, als wie wenn Update 4 rauskommt. Ich kann irgendwie neue Sachen kaufen. Im Shop. Ja. Und dann kann ich das aber nicht machen. Warum nicht? Weil ich keine Coupons habe. Dann zu dem Zeitpunkt. Weil ich sie alle für mein Leben ausgegeben habe. Das wäre doch richtig mies, oder nicht? War das nicht Pilze, Nüsse und Myzelien? Warte mal. Ach, jetzt muss ich. Ich lösche mal den Zement mal kurz raus. Hier Pilze, Myzelien. Jetzt müsste ich doch was kriegen, oder nicht? Warte. Gehen wir mal hier an die Ausrüstungswerkbank. Ja, genau. Guck mal. Nicht genug Mittel. Was fehlt? Ach, Bären. Nicht genug Bären, aber immerhin kann ich wenigstens das jetzt schon mal wegatmen. Aber kann ich nicht aus den Dingern, konnte man doch auch irgendwie das machen. Ein Inhalator, warte mal. Bin ich jetzt bescheuert? Das ging doch. Medizinischer Inhalator, Alien-Organe. Ach, da brauche ich auch Myzelien. Okay, das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Ich dachte, man braucht nur die Organe. So. Genau, weil wir da gerade Sam-Erz gesehen haben. Bevor wieder jemand fragt, Sam-Erz wird erst eine Funktion kriegen, wenn die Story implementiert wird ins Spiel. Die Frage wird nämlich auch regelmäßig gestellt. Weißt du, wann das Sam-Erz endlich einen Nutzen kriegt? Wenn die Story reingepatcht wird. Und nein, das wird nicht zum Update 4 passieren. Update 4 ist kein Story-Update. Story-Update kommt wahrscheinlich erst. Ja, wissen die selber nicht. Kann man gar nicht sagen eigentlich. Ist irgendwann halt. Aber nicht heute. Nicht morgen, nicht heute, nicht übermorgen. Ich hab wieder Atemzeug. Ja! Gott sei Dank, mal wieder tief durchatmen. Da bin ich ja erleichtert. Können wir erleichtert aufatmen hier jetzt. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt. Den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.